Es folgt noch ein sehr persönliches Lied von mir. Mein Hobby sind ja Diäten. Ja, was glaubt ihr, wie ich sonst aussehen würde? Also, ich nehme das schon ernst. Aber ich habe jetzt, glaube ich, die richtige Diät für mich gefunden, die auch wissenschaftlich fundiert erscheint. Ich mache daraus kein Geheimnis, ich werde sie gleich öffentlich vorstellen. Jeder kann probieren, ob es für ihn passt. Für mich, glaube ich, ist es eben die richtige, meine Diät. Ihr fragt euch, wie schaffe ich es, bei all den Bieren und Buletten die Figur zu stabilisieren? Nun, ich halte mich dabei stets an das Gesetz der Thermodynamik. Und das erkläre ich euch jetzt. Unser Physiklehrer sagte einst, dass er eine Kalorie braucht, um 1 Gramm Wasser um 1 Grad Celsius zu erhitzen. Das riss damals keinen von den Sitzen. Doch wenn wir ein Glas eiskalten Gesöffs austrinken, muss unser Körper betreffs Temperaturausgleich 7400 Kalorien aufbringen. Also 200 Gramm H2O mal 37 Grad Temperaturunterschied. Wer fleißig mitgedacht hat und hier nicht pennt, ahnt, was da der Organismus verbrennt. Um die Körpertemperatur konstant zu halten, nutzt unser Körper einen uralten Trick. Er verheizt unser Körperfett. Als Energiequelle ist so'n Bauch ganz nett. Ich zähl keine Punkte, ich trenn keine Kost. Das Sauerkraut kommt mir nicht in den Most. Und Ballaststoffe hab ich schon genug, ohne dass ich danach noch im Müsli such. Ob mageres Filet oder fetter Schinken, das bisschen, was ich esse, kann ich auch trinken. Soweit die Theorie, aber jetzt mal ein Beispiel. Eine Flasche Bier aus dem Tiefkühlfach verbraucht 15.000 Kalorien. Okay, davon muss ich noch den Nährwert des Biers abziehen. Also 1.000 Kalorien für 500 Gramm Bier. Unterm Strich betrachtet verliere ich beim Verzehr einer Gerstenkaltschale 14.000 Kalorien mit einem Male. Und je kälter das Bier, umso größer der Verlust. Und habt ihr geahnt oder gar gewusst, dass wir beim Biken, beim Sex und beim Rennen nur ein paar hundert Kalorien pro Stunde respektive Orgasmus verbrennen? Ich hab noch niemals die ganze Nacht immer nur Liegestütze gemacht. Bei einem Sport bin ich stets gut gewesen. Einarmiges Reißen am Frischbiertresen. Und man sieht mich nie schwitzend in Turnschuhen hinken. Denn das bisschen, was ich laufe, das kann ich auch gleich trinken. Doch man muss auf der Hut sein, denn die Gefahr lungert stets in der Nähe. Und das ist der Hunger. Eine heiße Bulette führt uns im Nu durch die Wärme Energie Kalorien zu. Tja, die Thermodynamik lässt sich nicht betrügen. Gut, dass wir über Gegenmittel verfügen. Wer zugehört hat, der erkennt die Zeichen. Heißen Braten mit kalten Bierchen ausgleichen. Seitdem ist mir nie mehr beim Essen bang. Ich hab'n Buletten-Abonnement. Lauft ihr nur immer den Trimpfad lang. Ich hab's gemütlich und trink mich schlank. Während andere mit Hungerödemen rumlaufen, fress ich und weiß, das geht weg vom Saufen. Wieder ein sehr sensibles Publikum heute, danke.